Bis dato immer nur Redner da gehabt. Ich dachte mir, es wäre vielleicht zur Auflockerung ganz gut, wenn wir ein bisschen Musik hätten. Und ich habe heute den Willi Davila da. Der ist extra angereist mit Übernachtung, damit er heute für euch singen darf. Begrüßt ihn ganz herzlich, den Willi. Ja, einen wunderschönen guten Tag heute hier in Miltenbach. Miltenberg, ja, genau. Ich bin das erste Mal hier, stimmt. Ja, mein Name ist Willi Davila. Ich kann nicht so gut reden wie manch anderer. Ich bin kein Redner, ich bin ein Sänger. Und deswegen spiele ich für euch heute zwei Lieder, die meine Freundin und ich geschrieben haben. Also eigene Lieder. Und ihr könnt kräftig mitsingen, wenn ihr möchtet. Ist eigentlich eine ziemlich eingängige Melodie. Das wackelt hier ganz schön. Aber gut, okay. Puh. Gut, also pusten hilft nicht. Ich mach's aber trotzdem mal ein bisschen hier drunter. So. Ja. Ich mach's mal hier drunter. So ist besser. Ja. So ein bisschen runterklemmen. Ja, oder so da drauf. Genau. So. Ja, okay. Ich habe eine laute Stimme, also geht das so ohne Rückkopplung? Ja, okay. Oh, die Gitarre hört man schon mal? So, wie kommt das da vorne an? Okay, wunderbar. Also die Stimme hört man auch. Okay, und das Lied heißt Freiheit. Teil schon behalten hat. Freiheit, wo bist du hin? Freiheit, eben noch im Sinn. Freiheit, wo bist du geblieben? Freiheit, wer hat dich vertrieben? Die Wahrheit, die zu ihnen hält, so lässt es sich leichter leben. Es ist bequemer, man muss sich nicht bewegen. Immer war.
Freiheit eben noch im Sinn. Freiheit, wo bist du geblieben? Freiheit, wer hat dich vertrieben? Freiheit, wo bist du hin? Freiheit, eben noch im Sinn. Vielen Dank. Die Gitarre ist zu laut. Okay, ist nicht schlimm, ich mache sie leiser. So, bei dem nächsten Lied geht es um das, was zuletzt kommt. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt, die Hoffnung. Wenn es mal nicht so läuft wie gehofft, für manche ist das vielleicht recht oft, kommt ein kleines Lichtlein daher und es ist alles nicht mehr so schwer. Dieses Licht wird Hoffnung genannt und ist jedem von uns bekannt. In schweren Zeiten reicht sie uns die Hand. Doch die Wende kommt nicht von allein. Neben der Hoffnung, die Antreib, müssen auch Taten sein. Doch die Wende kommt nicht von allein. Neben der Hoffnung, die Antreib, müssen auch Taten sein. Manche Leute hoffen bis zuletzt, dabei immer weiter verletzt, tragen dieses kleine Licht in sich und merke nicht, dieses Lied wird Hoffnung genannt und ist jedem von uns bekannt. In schweren Zeiten reicht sie uns die Hand. Doch die Wende kommt nicht von allein. Neben der Hoffnung, die antreibt, müssen auch Taten sein. Doch die Wende kommt nicht von allein. Neben der Hoffnung, die antreibt, müssen auch Taten sein. Die Hoffnung ist ohne Taten nichts. Dankeschön. Ja, und wie es jetzt weitergeht, wird jetzt Patricia sagen. Nochmal ein Dankeschön für die Einladung auch. Euer Divine Villa aus Bielefeld. So, vielen Dank.